Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video ist unfassbar aktuell. Es ist gerade 12.27 Uhr, wo ich dieses Video starte. Und das Video kommt um 17 Uhr heute online. Hi, ich habe es vorher nicht geschafft, aber ich habe euch versprochen, dass dieser Part kommt. Weil das Mittwoch-Video ja schon ausgefallen ist. Deswegen, wir sind hier am Start und ich kriege das für euch hin. Und wenn es ein paar Minuten später kommt, aber ich bin dabei. Wir sind natürlich hier bei Melody, die sich gerade ihr Zeug hier anguckt, warum auch immer. Und die Babys werden heute Abend gealtert, habe ich mir aufgeschrieben. Und wie geht's euch? Ist bei euch alles fit im Schritt? Ja, du levelst schon, das ist sehr, sehr gut. Und bei dir, oh, du solltest vielleicht mal baden gehen, würde ich behaupten. Ich nehme offensichtlicherweise jetzt ein bisschen kürzer auf, nicht viel, so 10 Minuten oder so, damit ich es halt noch ein bisschen eher schaffen kann, dass das alles richtig fertig wird, weil ich habe schon, also ich fände es schon besser, wenn es dann um 17 Uhr online gehen könnte und es wird selbst dann natürlich schwer, aber ich gebe mir Mühe, weil mir ist das hier sehr wichtig, okay? Allisons Einsatzschülerin und Vincent auch, sehr cool. Dann kann Allison nämlich ausziehen. Und Vincent kann dann schon zum Teenager werden. Das wäre sehr gut. Dann kann ich die ja gemeinsam mit Wim und Liliana heute Abend dann umstylen dann auch. Yes! Alles Gute zum Geburtstag, Girl. Du warst ja nicht lange da jetzt letztendlich, aber ja, cool, oder? Und sie ist noch ein Bro. Außer mir hier entfernt. Kinderbetreuung. Alles klar. Achso, wir hier entfernen. Dann können wir eigentlich jetzt schon ein Techtelmechtel haben, weil wir haben zwei Plätze frei. Das reicht aus, definitiv. So, und du bist auch ein Bro und möchtest Akademiker werden. So, okay. Dann stylen wir dich dann mit den Babys gleich um. Ist kein Problem. Aber als allererstes laden wir irgendwen ein. Wir hatten doch mit irgendwem was letztens. Den wir dann halt nehmen wollten. Ich glaube, es war er, oder? Ich lade ihn jetzt einmal ein, weil er hat drei Kinder. Und das ist, glaube ich, das... Weil das ist ein Sim von Zeit für Freunde, glaube ich. Und dann müsste das doch eigentlich... Also, ich glaube, der hat drei Kinder zu Hause. Deswegen wird es keins von uns sein, oder? Und sonst haben wir Pech gehabt. Dann ist es halt einfach mal so, dass es halt derselbe Person ist. Aber hier, das ist ja noch recht hoch und so. Es müsste eigentlich das sein. Wie gesagt, und selbst wenn nicht, dann ist es halt so. So, ihr könnt direkt hier Baby machen irgendwo. Ist mir egal. Er ist auch direkt kokett, alle. Same. Okay, dann machen wir einen Schwangerschaftstest. Erstes Mal. Das ist irgendwie nicht richtig. Dann kann sie ihren Kids auch sagen, dass sie jetzt gealtert werden sollen. So, du bist engelsgleich. Cool. Und du bist ein Charmeur. Okay, dann begehe ich mich jetzt in den Create a Sim. Genug Babybetten. Ups. Da muss halt ein Kind immer wach bleiben. Beziehungsweise da irgendwie auf der Couch schlafen oder so. Weil das funktioniert so nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das umstellen sollte, dass da noch ein Bett reinpasst, wenn ich ehrlich bin. Weil das will ich auch nicht löschen. Ja. Ich meine, das ist jetzt ja nicht so häufig, dass wir vier Kleinkinder da haben. Okay, Mutti ist wach. Um 4 Uhr morgens. Okay. Wieso ist das kaputt? Wieso? Da ist ein Dach drüber.
Yay, die nächste Mütze ist fertig. So, die beiden tauschen jetzt die Betten, weil sie ist gerade aufgewacht. Und dann kann er jetzt endlich mal schlafen. Ihr fehlt nur noch ein bisschen Fantasie. Und da sind wir dran. Dann soll sie mal anfangen, Strickobjekte zu machen. Briefkastenhülle oder Pflanzenampeln. Let me see. Oh mein Gott. Sieht das schön aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so geil. Oh mein Gott. Ich will das haben. Ah, die Mützen muss ich noch zu Kleiderschrank hinzufügen. Deswegen konnte ich keine machen. Ich wusste doch, ich habe doch schon noch eine gemacht. Mindestens. Aber jetzt habe ich noch zwei und die sind jetzt auch da drin. Die können jetzt alle tragen. Cool. Also diese dunkle Wolke über deinen Kopf merkt. Nein. Hä? No. Sie ist ein happy girl, ja. Die ist eigentlich nie traurig. Ich meine, sie hat ja auch ein recht erfülltes Leben, ne? Man kann sie nicht sehen, aber sie beobachten uns schon seit längerer Zeit. Die Schöpfer beobachten uns immer. Fühlst du dich auch beobachtet? Ja. Pff. Ich habe Angst. Okay. Ja, du bist ein Sim. Ich beobachte dich. Und diese Zuschauer hier auch. Also du solltest Angst haben. Sie hat Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Das heißt, sie ist durch. Sie ist durch. Hier. Da. 333. Sehr schön. Dann können wir dich noch einmal altern heute. Kann ich das jetzt einfach hier hinziehen? Oh mein Gott, das ist ganz schön. Wir haben nicht so hohe Wände. No! No, wir können das nicht aufstellen. Oh, wie traurig. Aber das ist so cool. Aber dann können wir das ja für wohltätige Zwecke spenden. Würde ich behaupten. So, dann puste mal die Kerzen aus. Sie style ich dann einfach mal privat um. Ja, denke ich mal. Währenddessen spendet sie die Sachen. Und sie ist übrigens Katzenfreundin. Und ein mentales Kind. Oh mein Gott, ihre Augen, Alter. Weil sie ist ja Magierin, ne? Oh mein Gott, no. Das müssen wir definitiv ändern. Das mache ich dann auch. Privat. Denn ich höre jetzt hier auf, weil das soll ja noch rechtzeitig kommen. Ich habe jetzt noch genau 4 Stunden Zeit. Und ja. Hilfe. Wir kriegen das hin. Und nächstes Mal wird es vielleicht auch hoffentlich nicht mehr ganz so stressig. Die ganzen Sachen sind hier kaputt. Die muss der Melody wohl irgendwie nochmal reparieren. Naja. Aber das machen wir das nächste Mal schon. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!